Genau. Richtig, sie geht lieber erst einmal im Zirkel, die hat den wieder jetzt schön nach vorne, nach der Pirouette, ich habe das schon gesehen, auf dem fliegenden Wechsel, den blieb ja so ein bisschen leicht an der Hand, ging da nicht so schön vorne rein, da hat sie selber jetzt auf dem Zirkel einmal wieder so ein bisschen nach vorne galoppiert, dass sie wieder so ein bisschen Druck in den Zügel kriegt, dass sie da nicht zu leer wurde. Versammeln, energisch, kürzer, kürzer hinten, zack, zack, genau, genau, nicht kleiner, so ist richtig. Kleine Sprünge, kleine Sprünge, kleine Sprünge, nochmal, genau, dranbleiben, kleine Sprünge und energisch, so. So, gut, zack, 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 genau, 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 gut, einmal raus, prima. Mach mal einmal eine kleine Pirouette. Willst von links kommen, Emma? Muss nicht beide auf einmal machen. Versuch mal beide wie im Grand Prix auf der Mittellinie zu reiten. Und jetzt machen wir die erste Hälfte klein und die zweite Hälfte etwas größer. Weil fast 90% der Pferde fangen, neigen dazu, sich rumzuschmeißen und die Pirouette zu klein zu beenden. Und darum mache ich das ganz viel jetzt in der Arbeit. Immer klein anfangen, wirklich die ersten auf den Teller wenden, kleiner, kleiner und jetzt größer werden. Und nicht schneller werden, jetzt ein bisschen größer. Gut, die war ja trotzdem noch klein. Und wenn das eng wird, reit ruhig einen Zirkel und machst dann die rechts. Gut. Gut, das Genick wieder stellen. Genau, nochmal so leicht. Genau, sehr gut, richtig. Ich wollte es gerade sagen. Wieder so das Genick so ein bisschen öffnen, dass der vorne in den Zügel geht. So, und jetzt die Rechtspirouette. Aufpassen in der Vorbereitung, dass er nicht zu langsam wird. Er wird hier etwas langsam energisch. Zack, zack. Ist klein, wenn kleiner. Und jetzt nach vorne. Und jetzt nach vorne, sehr schön. Jetzt nach vorne. Schön gesetzte Pirouette. Prima. Das war gut so. Einmal ruhig vielleicht einen Übergang zum Trab und dann müssen wir ganz kurz Luft holen lassen. So, Übergang zum Schwungvollen, da war ein bisschen hart. So, genau, jetzt fließt er schön durch. Gut, gut, nicht höher nehmen, klein wenig, versuch mal ein bisschen mehr Kadenz, aber mit Gefühl. Ja, ja, durchtreiben, wenn der da stehen bleibt, sofort zack, einmal ruhig ein bisschen frech nach vorne. Genau, genau, und wieder ruhig bleiben. So, richtig, und jetzt vorsichtiger. Jetzt sitzen bleiben, genau. So, gut, jetzt haben wir ihn ja so, wie der in der Prüfung traben muss. Genau, das ist sehr gut. Gut, gut, mit viel Schwung, genau. Und groß genug, sehr gut und gleichmäßig. Gut, einmal kurz Pause. Also es war wichtig jetzt, nach diesem Übergang im Galopp fing er wieder an und zog nicht so reell und ehrlich nach vorne. Wollte immer wieder so ein bisschen das Bein kommen und sie macht Druck und dann macht er wie so einen Passagetritt, anstatt sicher nach vorne durchzutraben. Und dann musste sie noch einmal schnell machen, einfach so ein bisschen wie an Mitteltrab denken, um ihn wieder nach vorne länger in den Zügel reinzukriegen. Ich denke, wir kriegen nicht das ganze Programm hin, aber wir machen jetzt noch einmal Serienwechsel und dann Piaf Passage. Das heißt, so mal ein bisschen Zickzack noch. Doch, Zickzack machen wir auch. Wir machen dann nicht 3, 6, 6. Einmal noch mal zum Zickzack, weil wir noch gar nicht zugekommen sind. Ganz wichtig, weil das auch so eine Sache ist. Wenn wir doppelte Halbe machen, Zickzack beim jungen Pferd, doppelte Halbe im Galopp. Das Pferd geht seitlich, seitlich, seitlich. Wichtig ist, das Pferd muss gerade sein einmal in sich. Das Pferd ist gerade. Und mit dem jungen St. Georg-Pferd, da reite ich dann den Wechsel gerade aus und fange dann wieder an, in die neue Seite zu traversieren. Gerade, den Wechsel geradeaus und wieder dann zur neuen Seite, wenn ich zickzack reite. Mit den Grand Prix-Pferden, wenn ich 3-6-6 nachher reiten muss, dann käme ich gar nicht genug seitwärts, sondern da muss das Pferd in die neue Seite reinspringen. Aber das Pferd geht seitwärts, seitwärts, seitwärts. Das muss einen geradeaus gehen. Ich kann nicht von der Seitwärtsstellung in die Rechtsstellung springen, sondern ich muss seitwärts, gerade und dann mit den Grand Prix-Pferden, da wechseln die Pferde in die neue Seite. Wir machen das mit dem einfach 4-8-8. Das wird nicht ganz hinknappen, aber vielleicht knapp. Also nochmal. Seitwärts, gerade in die neue Seite. Was man dann ab und zu sieht, so auch das Pferd, das Reiter, in Holland war das eine ganze Zeit lang, machen sie heute auch nicht mehr so viel, die haben dann Linksgalopp, haben im Linksgalopp das Pferd nach rechts gestellt beim Geradeaus und haben dann den Wechsel nach rechts gemacht. Aber ich kann, was garantiert nicht geht, ich kann nicht von links nach rechts, sondern das muss einer geradeaus. Ne? So, und wenn es richtig ist, soll das Pferd schön an dem neuen Linksgalopp am neuen inneren Zügel gerade machen, damit er dann schön an dem linken Zügel versammelt nach rechts rüberspringen kann. Emma, das machen wir einmal. Linksgalopp. Vielleicht machst du einfach an der langen Seite mal ein paar, eben so 2-3er oder 2-4er so, ne? Sich einmal ein bisschen einwechselt.
Ja, ja, gar nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Einmal am Zirkel, das haben Sie gerade gemerkt. Das war der schon so ein bisschen nöckelig, nicht nöckelig, aber so stieß dir so zwei, dreimal so unten vorne in die Hand, anstatt wieder da vorne reinzugehen. Das ist so typisch Donnelly. Da muss man immer aufpassen, dass man immer wieder den Zug nach vorne bekommt. An der langen Seite deine Wechsel ist egal, ob du jetzt schon 4-3er reiten kannst. So, und dass er schön nach vorne wechselt. Dann machst du einfach 3-4er. Genau. Genau, ein Zirkel und dann machen wir Zickzack. Du machst einfach 4-8-8. Wird ein bisschen knapp, aber sehen, wie weit du dann da kommst. Die zwei Wechsel, darum geht es.